Mitten im Botanischen Garten hat er mir ein absolut traumhaftes Frühstück gezaubert. Der Andi. Der Andi, nur für mich. Danke für alles. Ich bin Arzt, ich muss helfen. Du hättest dich auch weigern können. Moritz hier zu operieren war ein ziemliches Risiko. Ich glaube, er mag mich wirklich. Vanessas Herz ist hier nicht involviert, da bin ich ganz sicher. Ich weiß, warum du sauer bist. Dir geht es an die Nieren, uns wieder zusammenzusehen. Du bist eifersüchtig. Auf Jana. Treffer, stimmt's? Ich und eifersüchtig, du spinnst ja wohl. Was sollte dann diese blöde Anspielung im No Limits? Deine Show war unerträglich, vor Jana den großen Romantiker rauszukehren. Das glaube ich dir nicht. Es geht um was ganz anderes. Nämlich? Um unseren Kuss. Was ist mit dem? Er scheint dir gefallen zu haben. Sonst hättest du nicht so einen Aufstand gemacht. Träum weiter und spar dir in Zukunft deine Wald- und Wiesenpsychologie. Hier. Danke, aber ich bevorzuge Bleistifte. Ach, der ist für Lars. Damit kann man bei minus 50 Grad schreiben. In Sibirien bestimmt sehr praktisch. Und bei 200 und im Wasser. Toll. Glaubst du, er gefällt ihm nicht? Natürlich. Hm. Oh. Oh. Für wen ist denn das gute Stück? Du beweist wie immer Geschmack. Von wem du das wohl hast? Hm. Aber für mich musst du ihn nicht extra einpacken. Im Leben deiner Tochter gibt es auch noch andere Männer. Wer ist denn der Glückliche? Sei nicht so neugierig. Weißt du es? Ich habe keine Ahnung. Doch nicht etwa Felix. Wer ist Felix? Wenn Moritz ein bisschen auf seine Wunde aufpasst und sie regelmäßig verbindet, dann kann er im Grunde heute Abend schon wieder aus dem Bett. Dann wird er sich freuen. Er hält sowieso kaum noch dort aus. Ohne deine Hilfe hättest du den Notarzt gerufen. Und Moritz hätte wieder ins Heim gemusst. So landet er wieder auf der Straße. Es muss doch irgendeine Alternative zu einem Heim geben. Die gibt es vielleicht wirklich. Ich habe da einen alten Kumpel, mit dem habe ich früher im Boxstudio trainiert. Und der arbeitet für so eine Art Jugendorganisation. Der kennt sich bestens mit so Fällen aus. Ich kann ihn gleich mal anrufen. Du hast schon so viel für Moritz getan. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Das ist doch selbstverständlich. Okay, Leute, einen habe ich. Nein, Andi, nein, bitte. Erzähl ihn deinem Friseur, okay? Von meinem Friseur habe ich den Witz. Es geht ganz schnell. Also, was würde passieren, wenn Luft leichter wäre als Dunkelheit? Dann wäre der Himmel blond. Ach komm, so schlecht war der doch gar nicht. Du hast ihn aber falsch erzählt. Dummheit muss leichter sein als Luft, damit sie über der Luft schwebt, kapiert? Das kommt davon, wenn man so einem Jura-Studenten mal einen Witz erzählen will. Und außerdem, schau mal in den Spiegel. Ach, ja, bei Männern gilt das nicht. Außerdem sind meine Haare kürzer als die von Vanessa. Nimm das V-Wort nicht in den Mund. Sorry, ich wollte dich nur auf andere Gedanken bringen. Den Botanischen Garten, das habe ich nur für dich organisiert und nicht für diesen Baumarbeiter. Das war doch auch eine tolle Idee. Ja, danke auch. Und deswegen streitest du dich die ganze Zeit mit ihm? Ja, wieso denn sonst? Da muss es doch noch einen anderen Grund geben. Keine Ahnung.
Ahnung, wovon du redest. Das glaube ich dir nicht. Seit dem Abend auf der Jagdhütte seid ihr beiden zusammen unerträglich. Ich habe kein Problem mit ihm. Ja, und warum machst du ihn dann ständig an, wenn du ihn siehst? Der hat einfach manchmal so eine Art an sich, die ist... Nico, du kennst Andi jetzt schon länger. Ja, trotzdem. Ich will einfach nicht, dass er dir wehtut. Und warum hast du dann ein romantisches Treffen im Botanischen Garten organisiert? War doch eine tolle Idee, hast du doch selbst gesagt. Das macht keinen Sinn. Erst bringst du uns beide zusammen und danach sieht es so aus, als würdest du es auch nicht wollen. Trotzdem. Ich will einfach, dass er dich korrekt behandelt, okay? Wenn mich irgendwas stört, dann kann ich das auch selbst klären, okay? Hey. Danke. Ihr seht ja aus wie zwei richtige Sonnenscheinchen. Ja, unser lustiger Andi hat ja auch versucht, Felix aufzumuntern. Ist dir wohl nicht ganz gelungen, oder? Geht's dir wenigstens gut? Ja. Lust, eine Runde im Backgammon zu verlieren? Ja, das ist immer noch besser als die Witze unseres Hobbyclowns. Okay. Und pass auf, dass kein Dreck in die Wunde kommt, ja? Keine Panik, ich pass schon auf. Außerdem, die Hütte hier ist mega clean. Ja, so eine Hütte hat schon ihre Vorteile, hm? Klar, solange die Hütte nicht heim heißt. Ist notiert. Wo ist eigentlich meine Hose? Ach so. Hier. Was soll ich denn damit? Naja, deine alte sah nach dieser Messerstecherei nicht besonders gut aus. Damit werde ich ja nicht einmal mehr ein Schwarzfahren erwischt. Ist okay. 1A-Modell. Ich wusste gar nicht, dass du auf so schicke Klamotten stehst. Tu ich auch nicht, aber die Hose kann man bestimmt bestens verscherbeln. Oh. Hey, das war ein Gag. Ich werde es natürlich selber tragen. Ah. Hör zu, vielleicht ist es besser, wenn du erstmal noch hier bleibst. Eine Nacht höchstens. Und dann? Wieder zurück auf die Straße, wohin sonst? Leonard hätte da vielleicht eine bessere Idee. Naja, zumindest für die nächsten paar Nächte könntest du in so einer Art Jugendheim übernachten. Es ist immerhin besser, als auf der Straße zu pennen. Du hast absolut null Raff, oder? Wieso? Die Sozialfuzis kontrollieren jeden Schritt von dir. Nee, dann lieber zu meinen Kumpels zurück. Und wenn deine Kumpels nicht auf der Straße leben würden, sondern woanders, was würdest du dann machen? Da, wo die sind, bin ich auch. Aha. Oh. Muss das sein? Ja, vielleicht ist es wichtig. Ach, der Herr Anwalt immer im Einsatz. Schneider? Bernd hier. Sag mal, hast du mal eine Minute? Wie geht's? Ich brauche deinen Rat als Jurist. Es geht um ein Geschäft. Geschäftlich? Ja, natürlich gern. Oh, ich will die Sache ziemlich diskret abwickeln, deswegen wende ich mich auch nicht an unsere Rechtsabteilung, sondern an dich. Ja, das freut mich natürlich. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt irgendwie gestört habe. Schon okay, aber vielleicht sollten wir alles andere später besprechen. Natürlich, natürlich. Das ist schön, dass du meinen Rat befolgst. Welchen Rat? Ja, deine Ex zu vergessen und dich zu amüsieren. Man tut, was man kann. Ja, wie wär's denn, wenn wir uns um 3 im Schneiders treffen? Ja, lieber ein bisschen später. Ich möchte vorher noch mit Vanessa essen gehen. Okay. Gut, bis dann. Ja, bis dann und viel Spaß noch. Ja, gut, bis dann. Und? Was hat er gesagt? Er hat uns viel Spaß gewünscht. Na dann, Daddys Wunsch ist mein Befehl. Okay, letztes Viertel. Ja, jetzt wird's richtig spannend. Willst du verdoppeln? Ob du verdoppeln willst? Ja, gerne, klar. Ist das dein Ernst? Du brauchst mindestens einen 6er-Pasch. Ja, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Pass mal auf.
Sag mal, was spielst du dir da für einen Mist zusammen? Träumst du? Ja. Dann geh nach oben und leg dich hin. Ja, um von Vanessa und Lars in den Schlaf gestürmt zu werden, vergiss es. Vielleicht sind sie ja schon fertig. Was für ein Trost. Ja, hier ist es auch nicht viel besser. Jetzt wird mir so einiges klar. Könntest du bitte ein bisschen deutlicher werden? Deswegen wolltest du also mit mir Backgammon spielen. Weswegen? Das Geknutsche geht dir auf die Nerven, ne? Ach, Quatsch. Jana ist mit Andi doch schon eine Ewigkeit zusammen. Man gewöhnt sich an alles. Und er weiß, dass ich ihn nicht leiden kann. Vielleicht weiß er noch ein bisschen mehr, als du denkst. Könntest du bitte aufhören, in Rätseln zu sprechen? Ja, ich glaube, er weiß ganz gut, dass du dauernd an ihn denken musst. Du bist echt so doof, wie du lang bist, ne? Wie kommst du auf so einen Mist? Er hat's mir erzählt. Was? Dass ihr euch geküsst habt. Es geht auch noch damit hausieren, ja? Tage, an denen alles funktioniert. Hast du was Passendes gefunden? Ja, und ich kann mir das Haus heute Abend schon ansehen. Ist es denn auch WG geeignet? Ja, auf jeden Fall. Hat das wirklich dein Makler gesagt? Den habe ich gar nicht gefragt. Aber es hat genügend Zimmer und sogar ein großer Garten ist dabei. Also ideal, um sich auszutoben. Wo willst du dich austoben? Cecile möchte ein Haus kaufen. Ach, willst du mich schon verlassen? Nein, das ist eigentlich für Moritz und seine Freunde gedacht. Auf ihn einzureden war zwecklos und anders kommen die Jungs ja nicht von der Straße weg. Mhm. Was hältst du von der Idee? Das gefällt mir gut. Wann willst du das Haus kaufen? Ja, erstmal steht der Besichtigungstermin heute Abend an. Gut, dann fahren wir zusammen hin. Du willst mitkommen? Mhm. Schön. Oh, jetzt wird's aber knapp. Ich muss noch ins Bad, in die Uni und dann noch die Verabredung mit deinem Dad. Naja, den könnte ich einhalten. Ich weiß. Lieben. Zum allerletzten Mal. Er hat mich geküsst und nicht ich ihn. Und vorher hat er dich gefesselt, damit du dich nicht wehren kannst, stimmt's? So ein Quatsch. Wenn er aufhört, dauernd einen auf Opfer zu machen. Sag mal, willst du mich nicht verstehen oder kannst du einfach nicht? Ich bin ein Mann, da darfst du nicht so viel erwarten. Gut, ganz langsam. Ich will nichts von Andi. Gut. Das war ein Ausrutscher. Und deshalb braucht Jana auch nichts davon zu erfahren. Kein Mucks. Das hat Andi auch gesagt. Bin ich Andi? Nein, aber genauso eine Tratsch-Tante. Na, vielen Dank auch. Und du machst es einem echt leicht, dir mal einen Gefallen zu tun. Klappe halten. Vertrau mir. Hey, Bock auf eine Runde Kicker? Ein andermal gern, aber ich habe gleich noch einen Termin mit meinem Vermögensverwalter. Oh, das ist echt anstrengende Hobbys. Mhm. Wie sieht's mit dir aus? Keine Lust. Bitte, allein gegen Anni habe ich echt mal überhaupt keine Chance. Auch zu zweit haben wir gegen Mr. Großkotz überhaupt keine Chance. Mr. Großkotz? Sonst machst du ihn doch auch immer mit links fertig. Ja, aber... Ah, Mann, wenn er da mal gewinnt, dann kaut er einem stundenlang das Ohr ab. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, aber... Nichts aber. Okay? Weißt du, was mit ihr los ist? Sehe ich so aus, als würde die mir irgendwas erzählen? Keine Ahnung, vielleicht hast du was damit zu tun? Wie kommt's denn darauf? Weiß nicht. Vielleicht hast du sie ja in Begemmen fertig gemacht? Nein. Irgendwas muss es doch sein. Ja, kann schon sein. Ich weiß nur, ich habe damit nichts zu tun.
Hat das nicht Zeit bis morgen früh? Ich bin mit Cecile verabredet. Bitte, Vater, Mr. Seismus muss nur bis morgen in der Stadt. Und du hattest schon immer einen besseren Draht zu ihm. Ja, dann komme ich eben später nach. Das kann ja wohl kein Problem sein. Ich würde halt ganz gerne noch ein paar Details mit dir besprechen. Ich möchte Cecile ungern absagen. Solche Gelegenheiten bieten sich halt nicht immer. Ja, sie wird nicht begeistert sein. Das verstehe ich auch. Aber möchtest du deshalb auf ein paar Millionen verzichten? Ja, natürlich nicht. Ah, Leonard, gut, dass du kommst. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Nein, warum? Haben die Herrschaften noch einen Wunsch? Noch ein kleines Dessert? Ich muss los. Danke, Angelo. Warum denn die Eile? Triffst du dich noch mit deinem Freund? Er hat leider zu tun. Um diese Zeit? Was macht er denn? Er muss noch was für die Uni machen, genauso wie ich. Wann stellst du ihn mir vor? Seit wann denn so ungeduldig? Ja, so sind Väter nun einmal. Lad ihn doch mal am Wochenende zu uns ein. Ich weiß nicht, ob er Zeit hat. So ein Quatsch. Studenten haben immer Zeit. Es sind aber bald wieder Prüfungen. Bleibst du noch? Ja, ich warte noch auf Lars. Aha. Was willst du eigentlich von ihm? Was Geschäftliches. Aha. Trefft ihr euch jetzt eigentlich öfter? Eigentlich nicht. Wieso? Nur so. Bis morgen. Schönen Abend noch, mein Engel. Und übertreib's nicht mit der Lernerei. Gibst mir das auch schriftlich? Ja, besser nicht. Aber ich habe das Gefühl, du steckst deine Nase nur noch in die Bücher. Ja, wie gesagt, es sind bald wieder Prüfungen. Naja, vielleicht soll ich ja mal mit Herrn Schneider reden, dass er dir nicht so viel Arbeit aufheizt. Komm. Tschüss. Tschüss. Espresso bitte. Mach schon. Hallo Felix. Kleinen Cognac gegen den Kummer? Vanessa hätte noch viel weniger von dir als ich. Das muss doch wehtun. Warte mal ab, bis du ihren neuen Lover siehst. Dann weißt du, was wirklich wehtut. Du weißt schon, dass wir nur zu zweit sind. Meinst du, es reicht? Wenn du noch was anderes rausschmecken willst, ja. Wenn Nico nicht meine Schwester wäre, dann würde ich wirklich annehmen, dass sie eifersüchtig ist. Wie kommst du denn auf sowas? Na, sieh dir doch mal an. Seitdem es zwischen uns beiden wieder klappt, ist sie unausstehlich. Aber ihr versteht euch doch ganz gut. Ja, sicher. Aber wie sie dich in einer Tour anblafft. Nico und ich, wir... Das funktioniert nie länger als ein paar Sekunden. Du weißt doch, sobald wir aufeinandertreffen, gibt's immer Ärger. Da steckt was anderes dahinter. Ich kenne sie. Möchtest du noch Mais oder sowas auf deine Pizza haben? Ich glaube, ich weiß, was sie hat. Und es hat mit dir zu tun. Mit mir? Ja, mit uns beiden eben. Inwiefern? Auch wenn sie es nicht zugeben würde. Nico sehnt sich nach einem Freund. Ach, wie kommst du auf so einen Quatsch? Sie kann es einfach nicht ertragen, wenn wir zu zweit sind. Und dann lade ich auch noch meinen ganzen Liebeskummer bei ihr ab. Wen haben wir denn da noch bei uns in der Runde? Felix? Und Nico, nee. Und was ist mit deinen Kumpels? Die haben doch alle nur ihre Bikes im Kopf. Ja, und der eine da? Welcher eine da? Na, dein Freund aus der Zivi-Zeit. Der ist doch ganz süß. Bring ihn doch mal mit ins No Limits. Leonard, kommst du auch mit zur Besichtigung? Sozusagen als Vertretung. Entschuldige, mein Schatz, aber ich kann leider gleich nicht mit dabei sein. Und warum nicht? Ein dringender Geschäftstermin. Ich bin mit Ansgar unterwegs dorthin. Ja. Ja, und deshalb habe ich Leonard gebeten, dich zu begleiten, damit du wenigstens nicht allein bist. Immobilienmakler sind eine gefährliche Spezies. Was meinst du, warum wir uns erst nach Einbruch der Dunkelheit mit ihm treffen? Und da habe ich noch etwas für dich.
Das sind ja die Ohrringe. Genau die. Als kleine Entschuldigung. Und zur Erinnerung, dass ein Moment wir jetzt genau 250.000 Minuten zusammen sind. Ich will ja nicht drängeln, aber... Dankeschön. Ja, ich komme gleich. Es ist in Ordnung, dass Leonard mich gewissermaßen vertritt. Ja, natürlich. Bis später, mein Schatz. Tschüss. Ich werde versuchen, mich würdig zu erweisen. Ich schicke Ihnen gleich nochmal Angelo, ja? So, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, lasst es mich wissen. Danke. Danke. Eine Ausschreibung. Eine ganz große Sache. Du musst ziemlich gute Kontakte haben. Dieser Bau des neuen Kongresszentrums wird bis zur Bekanntmachung sicherlich top secret behandelt. Deswegen wollte ich auch erstmal mit dir darüber sprechen. Was hältst du davon? Auf den ersten Blick sieht das alles sehr gut aus. Willst du da alleine investieren? Das ist ein ziemlich großer Brocken. Mal sehen. Bei dir scheint es auch wieder zu laufen. Mhm. Als ich heute Nachmittag bei dir angerufen habe, da warst du gerade richtig bei der Sache, was? Kann man so sagen. Du, ich gönn's dir von Herzen. Kenn ich deine neue Flamme vielleicht? Diese Klausel hier, die macht mir Sorgen. Aber das Problem lässt sich lösen. Was denn den her? Den hab ich. Der Kugelschreiber ist ein Geschenk von Vanessa an ihren. Du und meine Tochter. Das ist sehr schön. Genau das, was wir gesucht haben. Das war ja auch deine Idee. Ja, aber dir gefällt's doch auch, oder? Ja, natürlich. Es strahlt so eine Wärme aus. Irgendwie ein familiäres Ambiente. Tja, dann ist es ja genau das Richtige für unsere Zwecke. Wann könnten wir es denn kaufen? Das kann im Prinzip ganz schnell gehen. Es gibt da allerdings noch einige andere Interessenten. Also von mir aus können wir gleich einen Vorvertrag machen. Die Besitzer des Hauses sind, wie soll ich sagen, etwas eigen darin, wer den Zuschlag bekommt. Das heißt? Sie wollen unbedingt an ein junges, verheiratetes Paar verkaufen. Das heißt also, Sie beide hätten die besten Chancen. Bitte? Sie sind doch verheiratet, oder? Du gehst mit meiner Tochter ins Bett? Das kann man so nicht sagen. Dann wie denn dann? Oh Gott, der wird schlecht. Vanessa ist alt genug. Jetzt kommen wir nicht mit dem Satz. Und außerdem hat sie mich verführt, nicht ich sie. Ach, so ist das. Vanessa ist also nur eine billige Affäre für dich. Und so geht es weiter. Und das verdrückst du alles alleine? Quatsch mit meinen Freunden. Mit deinen Freunden? Ich bin solo. Warum hast du mich denn zum Generaldirektor unserer Bank gemacht? Damit du lernst, auf diesem Posten Verantwortung zu übernehmen. Du wolltest mich unter deiner Kontrolle haben. Wenn du es so ausdrücken willst.